Name ist Carola Neubert und ich möchte Ihnen heute einen besonderen Titel vorstellen. Es ist kein Roman, sondern eine Sammlung von essayartigen Texten oder wie der Autor Michael Köhlmeier sagt, von Begeisterungen. 59 Begeisterungen für das Schöne. Und was Sie eben gehört haben, ist der Auftakt zur 40. Symphonie von Mozart. Viele kennen es vielleicht. Und gleichzeitig ist es der Auftakt in diese Texte zum Schönen. Sozusagen die erste Begeisterung für Kultur, die der junge Köhlmeier also in seiner Jugend erlebte. Und diese Faszination für Musik hat ihm dann auch Horizonte eröffnet und ihn letztendlich zur Literatur gebracht. Dazu möchte ich Ihnen kurz ein Zitat gleich am Anfang bringen, weil er einfach so einen schönen Schreibstil und Sprachstil hat. Das kann man irgendwie nicht besser sagen. Wer Mozarts 40. Symphonie hört, hat ein Instrument gewonnen, um sich bei Shakespeare und bei all den anderen Werken der Literatur besser zurechtzufinden. Weil Kunst, Literatur, Musik und Theater nicht nur zum Menschen im Allgemeinen sprechen, sondern zu jedem Einzelnen. Und das heißt zu mir. Und er sagt etwas später, aus Mozarts Musik weht mir Unerhörtes aus meiner Seele entgegen. Jetzt hätte ich es gern noch fast länger gehört, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Es folgen dann 58 Begeisterungen nach Mozart. Er schreibt vor allem über literarische Werke. Nicht nur, er hat auch so ein paar Essays über so alltägliche Sachen oder Sachen, die uns beschäftigen. Er schreibt einmal über Einsamkeit. Er schreibt über kulturelle Aneignung, gerade ein aktuelles Thema. Er überlegt sich auch, was es heißt, ein alter weißer Mann zu sein. Also ein paar Themen, die jetzt nicht auf ein bestimmtes Werk bezogen sind. Aber das meiste bezieht sich auf Bücher. Und da sind es eigentlich immer sehr persönliche Betrachtungen, sehr kluge Gedanken, die er hat zu den Werken. Und ich würde es knappe Hymnen auf die Literatur nennen. Die Texte sind wirklich maximal 3 bis 5 Seiten lang und in diesen wenigen Seiten schafft er es eigentlich immer, in das Werk einzuführen, wenn man es nicht gelesen hat, und dann auch das darzustellen, warum es ihn fasziniert. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Er blättert unter anderem für uns das Buch auf von Dostojewski, Erniedrigte und Beleidigte. Das muss jetzt nicht jeder kennen, aber es ist ein ganz gutes Beispiel. Er schreibt dazu erstmal: Wenn wir ehrlich sind, das ist ein Kitschroman. Aber dann erklärt er und führt er aus, warum man ihn trotzdem lesen sollte und warum er eine ungeheure Faszination hat. Er schreibt zum Schluss: Dostojewski zwingt uns in sein Buch. Nie kommen wir dem Menschen so nahe. Und ähnlich formuliert er es auch noch, um ein zweites Beispiel noch zu nennen, für Georges Simenon, den viele sicher kennen und auch schätzen und den er auch sehr bewundert. Und da schreibt er: Simenon gelinge es immer wieder, eine Welt zu erschaffen und seine Leser in diese Welt hineinzulocken. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz was zum Autor sagen, für die, die ihn nicht kennen. Er war zweimal in unserer Buchhandlung, in der Buchhaltung vielleicht auch. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Also er war zweimal, hat er hier gelesen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Er kommt aus Österreich und arbeitet und lebt in Österreich. Er wurde 1949 geboren, wurde bekannt durch Nacherzählungen von Mythen und Sagen und Märchen, hat aber eine Weile auch eine Musikerkarriere gehabt tatsächlich und ist jetzt eigentlich auch vor allem bekannt für seine Erzählungen, Romane und Hörspiele. Er hat jetzt vor kurzem oder relativ kurzer Zeit Frankie, sein neues Buch, gelesen bei uns in der Buchhandlung. Einige haben ihn vielleicht kennengelernt, also er ist wirklich ein wunderbarer Mann. Und ja, ich liebe Zwei Herren am Strand, aber das ist schon ein bisschen älter, kennen Sie aber wahrscheinlich auch. Die Begegnung von Churchill und Chaplin ist einfach einzigartig. Gut, das soll zu ihm genügen. Ich möchte noch ein bisschen mehr zu den 58 anderen, aber nur anreißen, weil das ist wirklich so vielfältig, diese Schwärmereien, die er hat. Ich kann nur eine kleine Auswahl geben. Also es beginnt mit Mozart, dann kommt Anna Karenina von Tolstoi, dann Shakespeare mit King Lear, Batman mit dem Joker als dem Bösen schlechthin, weil auch damit befasst er sich immer, wie wir aus Frankie ja auch wissen. Bob Dylan als Literatur-Nobelpreisträger, das ist sehr interessant, was er dazu zu sagen hat. Das war ja ziemlich umstritten. Wilhelm Busch bezeichnet er als Erfinder der Graphic Novel. Agatha Christie als die Erfinderin des Detektivromans.
Georges Simenon habe ich schon genannt, die Panzerknacker und auch den kleinen Erpel aus Entenhausen als Comicsprache, die ja durchaus auch zur Kultur zählt. Es ist auch ein sehr, sehr interessanter Essay darüber. Fehlen darf natürlich nicht Thomas Mann, den schätzt er sehr. Und den Zauberberg, da schreibt er, dass er den gerade ein drittes Mal lesen will. Und ich glaube, es geht einigen so, dass sie immer denken, den muss ich noch mal lesen. Er sagt, Thomas Mann habe in diesem Buch die Krankheit der Zeit erfüllt wie kein anderer. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Und er schafft es aber, die Handlung des Romans in zwei Sätzen zusammenzufassen. Das muss einem erstmal gelingen. Das ist wirklich sehr witzig. Aber das will ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Ja, das soll an Beispielen genügen. Ich hoffe eigentlich, dass ich so ein bisschen Eindruck vermitteln konnte, worum es geht. Und ich glaube, wenn man das liest, also man kann sich abends hinsetzen, mal ein, zwei lesen. Man möchte immer gleich die Bücher lesen oder auch nochmal lesen. Es ist wirklich ein Buch, was im besten Sinne zum Schwärmen und Lesen verführt. Und ich möchte jetzt am Ende nochmal Köhlmeier zu Wort kommen lassen, weil er es einfach am besten sagen kann, warum Kunst und Kultur so schön sind. Wenn ich Musik höre, wenn ich ein Gemälde betrachte, wenn ich einen Roman lese, der mich in die innerste Herzkammer des Menschen führt, dann kann es sein, dass ich, ohne es zu begreifen, ahne, dass unser Leben einen Sinn hat und dass wir es sind, die den Sinn geben. Und dies gerade dann, wenn wir ihn nicht begreifen. Vielen Dank.